Was ist eine Malokklusion der Klasse III? Eine Klasse III-Malokklusion ist eine Fehlausrichtung der Zähne, die dazu führt, dass die unteren Zähne stärker hervortreten als die Zähne im Oberkiefer. Diese Erkrankung wird auch als Unterbiss bezeichnet und ist weitaus seltener als andere Arten von Malokklusionen, bei denen die oberen Zähne stärker hervortreten. Patienten können aus verschiedenen Gründen einen Malokklus der Klasse III entwickeln, der mit Komplikationen wie Zahnverstopfung oder abnormalem Zahnabstand einhergehen kann. Fehlstellungen im Allgemeinen sind Variationen in der Ausbildung und Anordnung der Zähne und Kiefer, die dazu führen, dass die Zähne nicht ausgerichtet sind. Viele Menschen haben leichte Fehlbildungen, die keiner Behandlung bedürfen. Manche Menschen entwickeln schwerwiegendere Fehlstellungen, die zu Zahnproblemen und anderen Gesundheitsproblemen führen können und Korrekturmaßnahmen erfordern. Aus ästhetischen Gründen ist es auch möglich, einen Fehlschluss zu korrigieren. Einige Zahnärzte teilen der Einfachheit halber Malokklusionen nach Klassen auf. Ein Grund für die Malokklusion der Klasse III ist die Genetik. Auch Umwelteinflüsse wie das Saugen am Daumen können eine Rolle spielen. Manchmal ist der Unterkiefer oder Unterkieferknochen größer oder länger als gewöhnlich, und in anderen Fällen ist der Ober- oder Oberkiefer verkürzt. Wenn ein Zahnarzt bei einem Patienten einen Unterbiss feststellt, werden Röntgenaufnahmen und körperliche Untersuchungen verwendet, um mehr über die Ursachen der Fehlstellung zu erfahren und einen Behandlungsplan zu erstellen. In leichten Fällen kann eine abwartende Haltung eingenommen werden. Wenn der Patient Gewohnheiten hat, die zur Fehlfunktion beitragen könnten, kann eine Beratung angeboten werden, um dem Patienten zu helfen, das Verhalten zu beenden. Ein Retainer kann auch verwendet werden, um einen Malokklus der Klasse III zu korrigieren und festzustellen, ob es möglich ist, die Zähne mit dem periodischen Verschleiß des Retainers in Einklang zu bringen. Die nächste, aggressivere Behandlungsoption sind Zahnspangen, die an die Zähne angepasst und über die Zeit angepasst werden, um die Zähne in die richtige Position zu bringen. Bei einem Patienten mit einer schweren Klasse III-Malokklusion kann eine Operation erforderlich sein. Abhängig von der individuellen Situation des Patienten kann es auch erforderlich sein, Klammern oder Halterungen in Kombination mit einer Operation zu tragen. Sobald die Malokklusion korrigiert ist, sollte der Patient normal essen und trinken können. Komplikationen, die durch den Unterbiss verursacht werden, wie ZB-abnorme Abnutzung der Zähne, sollten sich auch mit der Behandlung bessern.